bin Riesel, ja. Alter. Hallihallo, hier ist Mo von We Are mit Mo Tensen und Mike. Er winkt. Weidmanns Heil an der Stelle. Weidmanns Heil. So, wir wollen Wintereinbruch spielen in Farpoint. Das ist nämlich die, letztens hatten wir ja einmal Kessel gespielt und diesmal Wintereinbruch. Und ganz neu diesmal, man kann Mike hören. So. Ja, da bin ich. Genau. Und leider Gottes, wir haben gerade nochmal schnell getestet, ob wir nicht auch Arizona Multiplayer hinkriegen. Das geht leider nicht. Also es gibt immer Abbrüche und so. Das, seit dem letzten Patch 1.02 ist ja Arizona tatsächlich sehr geil geworden, weil der Aim-Controller wird jetzt korrekt supportet in allen Modis und es gibt das neue Fadenkreuz, was wirklich geiler zum Zielen ist. Aber das Netzwerk funktioniert leider für uns hier immer noch nicht. Und das ist ärgerlich, weil das wäre sehr geil, da mal rumzuspielen. Aber hey, dafür sind wir jetzt wieder in Farpoint und ich habe das jetzt eine Weile nicht mehr angefasst und merke auch gerade, wie scheiße cool das ist. Farpoint ist schon eine gute Nummer. So. Okay, dann würde ich sagen, ich drücke mal okay, ne? Dass es losgeht. Los. Hau rein, okay. Zack. Erlädt. Boah. So, ich weiß nicht, Kessel, da sind wir ja ganz gut durchgekommen, ne? Das ging ohne Probleme eigentlich beim ersten Anlauf, ja. Mal schauen, was der jetzt sagt. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben eben gerade gesagt, es wäre so geil, wenn man hier dieses Spiel spielt und dann plötzlich, was weiß ich, 100 oder 1000 Punkte hat und dann sagt Farpoint, hey, sie haben endlich den Online-Multiplayer freigeschaltet, wo man dann gegeneinander spielen kann mit 16 Leuten gleichzeitig. So ein ganz klassisches Call of Duty in VR. Das wäre so der Hammer. Ich glaube, ich würde nie wieder von der PSVR weggehen. So. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, wie lange das her ist, aber boah, vor 5 oder 8 Jahren oder so, ich habe damals Call of Duty und später Battlefield so gesuchtet, das war so krass. Ich habe, glaube ich, jeden Abend 2, 3 bis 4 Stunden gespielt. Und sowas jetzt in VR, das wäre unfassbar. Das wäre echt, ja. Und halt nochmal mit der Möglichkeit, dass man wirklich dann auch um die Ecken schießen kann, ohne dass man hinguckt, wo man eigentlich hinschießt. Und diese neuen Möglichkeiten oder dann wirklich in Deckung zu gehen. Ja. Und, der ganze Scheiß, den man jetzt hier noch mitmachen könnte. So. Geschossen. Erstmal ein bisschen trainieren hier, glaube ich, wieder. Okay. Du hast die Granaten. Ich habe leider. Also hier sind noch Granaten für die, wie heißt denn das, Shotgun, aber ich habe hier gerade keine. Ich habe das Scharfschützengewehr und das normale. Achso, warte mal, ich hab die Shotgun noch, die wir noch mit. Kann ja nicht schauen. Dann bisher gut armiert jetzt. So, sieht ja schon mal so an sich wieder. Wir haben Ihre Position, das Shuttle kommt, Standard Winterlandschaft aus, ne? Ja. Und da haben wir schon den ersten. Da haben wir schon den ersten. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie man nachlädt. Ach, da. Okay. Einen habe ich weg. Ist mir noch einer drauf, da kommt eine Drohne. Kein Problem. Ich sehe da hinten einen in der Ecke. Ah, jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Drohne. Ach du meine Güte. Ich hab sie. Was ist los? Hast du dich erwischen lassen? Alles? Ich komme. Hast du? Ja, alles gut. Hast du die Drohne erwischt? Ja, ja. Sehr, sehr gut. Oh. Wie er hinter dem Felsen auftaucht, ne? Oh, da oben ist auch ein Scharfschütze. Moment. Der Mistkerl hat mich zuerst erwischt. Verdammt. Was passiert? Ich bin dood. Pass auf, da ist ein Scharfschütze, ne? Geh mal hinter den Stein und dann
versuch mal. Ja, sehr gut. Alles gut. So ein Mistkerl. Ah! Ist tot. Alles gut? Alles gut. Ich glaube, der ist kaputt. Puh. Das war ja mal was. Ich höre schon wieder Alien-Geräusche hinterm Felsen. Auf der von der Drohne? Ah! Sehr gut. Oben ist ein Scharfschütze. Moment. Ja, kaputt, kaputt, kaputt. Alles klar. Das ist so cool. Macht nichts. Sehr cool, sehr cool. Ah, ich hatte auch echt vergessen, wie cool die Grafik hier ist. Ja. Sehr gut. Ich hab das ist halt auch, was du letzten Mal erwähnt hast, dass diese... Du hattest doch dieses eine Spiel gespielt, wo die alle so statisch umherlaufen, wie Roboter oder... Und ich habe hier auch mal das Gefühl, diese gerade diese humanoiden Viecher, die ja. bewegen sich immer so hübsch. Also sie sind schon hübsch animiert von den Bewegungen her. Das finde ich immer wieder geil. Ich bin auch gerade mal wieder voll fasziniert und frage mich, warum ich nicht andauernd Farpoint spiele. Weil es ist wirklich so cool. Los, zweiter Mann, joggen. So. Oh. Okay. Oh, Spinnen. Oh, oh. Da oben sind die Großen. Oh. Oh, oh. Jetzt kommen sie hier aber ran, oder was? Ah, Mist. Vorsichtig. Uiuiui. Komm mal zu dir. Was ist denn hier? Der ist an dir vorbeigesprungen und wieder nach vorne gekrabbelt. Okay, der große Johnny ist auch tot. Sehr gut. Dann geht's mal weiter. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja ein Stück, hatten wir hier reingespielt, ne? Hier in rein? Die Map, ja. Genau, also wir spielen die Map Kessel. Das ist eine der beiden DLC-Maps. Wintereinbruch. Entschuldigung, Kessel hatten wir gespielt, das ist Wintereinbruch. So, jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen super schicke Grafik zu bewundern. Nein, erst schießen. Ich flankiere die mal von rechts. Alter, hier ist aber ganz schön was los, ey. Ah, scheiße. Oh, oh. Ich muss mal kurz hinterm Felsen bleiben. Ich bin ein bisschen angeditscht. Oh, hier ist noch einer. Einen habe ich wieder. Einen noch. Oh. Warum kommen denn hier noch Käfer? Den habe ich nicht getroffen. Oh ja, pass auf. Scheiße. Der bewegt sich andauernd. Jetzt stirb doch mal, du Arsch. Ich treffe den nicht. Der läuft ständig hin und her. Ja, sehr gut. So. Toll, dass ich hier mit einem Scharfschützengewehr stehe und nichts treffe. So. Scheiße. Wo seid ihr? Okay, oben habe ich was getroffen. Den hast du getroffen. Der Kopf ist mir entgegengeflogen gekommen. Wie kommst du denn da hoch? Das sieht ja cool aus. Ich kann auch, glaube ich, runter. Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. So ein Mist. Alter. Oh Mist. Ach du Scheiße. Rückzug. Was kommt? Rückzug. Was kommt? Rückzug. Jetzt sag doch was. So ein großes Roboter-Vieh. Echt jetzt? Ja. Ich geh mal hier hinter den Felsen. Guck mal. Ah ja. Okay, ich sehe ihn. Der Zweibeiner. Oh, da sind aber auch noch von den anderen Bösewichten welche dabei. Hä? Ah, die kommen aber... Alter! Ist ja krass. Die kommen ja haufenweise da oben runtergesprungen. So, ich muss mal... Scheiße. Ich muss mal nachladen hier. Ich auch.
Oh Mist. Ich versuchte mal in sein. Ja, sehr alles gut. Klar. Oh, kaputt. Sehr schön. Das Bruchstück ist genau auf mich zugeflogen. Das ja, ja, bist du sehen. Ich habe mich eben gefragt, ob mich das töten würde, wenn ich da stehen bleibe. Okay. Ich glaube, so weit sind sie nicht, aber. Ne, würde aber Sinn ergeben. Irgendwie schon wieder so mysteriöse Mucke. Nicht so einladend aus. Hier gibt es eine Shotgun, aber keine Granaten. Ist ja witzig. Du hinterlässt ja Fußspuren. Was? Nein, das war ich nicht. Doch? Echt krass. Das war ja davor noch nicht, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Warte. So. Aber du hinterlässt keiner. Ist ja schräg. Doch, du auch. Okay, okay. Wir beide machen Fußspuren. Alles klar. Wir hinterlassen Spuren. Diesen fremden Planeten hier. Alter. Oh, oh. Ich höre doch hier schon wieder Geräusche. Du musst da oben schaffen. Ja. Ey, gib mir doch mal was zu tun hier. Vorsicht, von rechts kommen sie. Ah ja. Boah. Dunkel hier, verdammte. Ich glaube, rechts ist noch einer. Ah ja. Ah ne, ich muss hier rein. Das ist ja ein super Gaudi. Verdammte Axt. Irgendwie so, wenn es hektisch wird, fange ich aber an mit dem Scharfschützengewehr nicht so viel zu treffen. Oh, guck mal. Kannst die. Was sind das? Schquallen hier abschießen. Was machst du denn bitte? Das muss ja gerade sein. Sehr schön. Retracking. Und hier ist. Oh, da sind sie wieder. Plasmagewehr. Ach, scheiße. Kriegst du dann? Ach so, nicht. Ah, ich versuch's aber irgendwie. Treffe ich die bescheuerte Drohne nicht? Okay, ich hab sie. Allerdings mit der normalen Waffe. Ist der Scharfschützen? Ja. Kriegt man für die gar nichts, ja. Fliegequallen Bonuspunkte. Das ist ein bisschen dunkel, ne? Oh, schön. Oh ja, sehr nett. Das ist warum nicht, wa? Das ist ein bisschen romantische Stimmung. Einziges Spiel, wo man eigentlich gar nicht schießen will, sondern sich nur umschauen. Da oben sind Drohnen, oben links. Vorsicht, schießen. Richtig. Oh, ich krass. Bin tot. Wow. Ich auch. Scheiße. Scheiße. Oh, oh. Da haben wir gepennt, ey. So ein Mist. Ich mach mal Neustart. Oh, voll. Ich hab mich jetzt so auf die... Oh, fuck. Auf die schöne Landschaft gefreut. Ah. Pass mal auf, nimm mal rechts die Dinger. Ich nehm die... zu spät. Zu spät. Wenn ich mach's nochmal Neustart. Wir haben Ihre Position. Ist wurscht. Das Shuttle kommt. Begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Okay. Hast du deinen Timer angemacht? Nö. Das wie immer nicht. Okay.
hier vor allem hinten noch eine. Da, Scharfschütze. Weg. Weg. Oh, Scheiße. Ja, oh mein Gott, ich hab dich erschossen. Das ist ja... Wie ich da liege. Tut mir leid. My bad. Sehr schön. So fühlt man sich gleich besser, ne? Dann wissen wir jetzt, dass das doch mal funktioniert hier. Ah, Scheiße. Ja, bei den Sonden muss man aufpassen, ey. Wenn die anfangen mit den Raketen zu schießen, da... Die Raketen sind dann nicht so... Der ist kaputt. Bam. Da war hier nicht noch ein Scharfschützer sonst? Oh, Mr. Ohm sind sie auch noch. Ja, hab ich. Ey, du Schwindtuch. Komm her. Yes, okay. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, hier an meinem Arm sehe ich gerade. Weißt du was, hier sieht man ja auch die Uhrzeit. Kann das sein, dass es 23.52 Uhr ist? Das ist ja cool. Da muss man sich ja gar keinen Wecker stellen. Nein, theoretisch nicht. Hier ist ja eine Uhrzeit. Man muss nur drauf achten. Ah, oh, war recht. Okay, der eine ist schon zerplatzt. Der ist auch tot. Alter. Damn. Hast du ihn getötet? Wow. Ja. Du hast 1500 Shotgun. Punkte bekommen. Das war ganz anständig. Die Shotgun, ja. Die Shotgun ist immer schon ganz hilfreich. Gerade so bei so. Naja, aber. Das hat der Nachteil, dass man immer nachladen muss. Meine Idealkombo wäre, wenn man drei Waffen hätte: die normale Shotgun und Scharfschütze. Ja. Das wäre das Beste. So. Weg. Geh mal wieder über rechts. Ja. Ach, Scheiße. Vergiss mal nachzuladen, ey. Das hat gesessen. Zwei. Oh. Alter, bei dir ist der Spinnenalarm. Ah, ich treffe den nicht. Ich bin so bescheuert. Ja, danke. Damit ja. So, wer hat noch mich? Wer will noch mal? Da oben in der Höhle ist einer, der kommt immer. Jetzt. Da ist auch noch ein Scharfschützer. Na komm schon, okay. Den habe ich. Ist das Feinde? Ja, da ist auch noch einer. Weg. Hey! Jetzt läuft's aber hier mit dem Scharfschützengewehr. Okay. Okay. Sehr, sehr gut. Keine Chance hier. Naja, ich bin ein bisschen neidisch, dass du da ganz oben stehen kannst. Das ist cool. Kannst du aber, wenn er einfach nur. Ich gehe jetzt auch dahin. Hoch. Ja, warum? Oh cool, hier sind Granaten. Aber. Hä? Ich glaube. Hä? Jetzt nimm die Granaten auf. Nö, dann nicht. Das ist ja geil. Yeah, Sir. Jetzt müsste man. Oh. Ich sehe ihn. Oh, geh mal runter hier. Er ist leider hinterm Felsen. Ah, jetzt kommt er. Er ist kaputt. Oh. Sehr, sehr gut. Robotschek ist kaputt, ja. Der ist von hier oben ganz gut zu machen gewesen.
Okay, ich komm, noch. Komm auch runter. Ja, vorhin waren doch noch mehr Gegner, oder? Au. Ja, das ist ganz cool, das, ey. Bitte, warum macht das kein anderes Spiel, dass man einfach die Uhrzeit am Handgelenk hat? Ja, das ist echt hammer. Ich habe aber trotzdem nicht drauf geachtet, wann wir angefangen haben, aber hey. Dann bringt uns die Uhr jetzt auch nicht weiter. Nicht viel. So, wie war das? Hier war noch nichts, ne? Und hier kamen sie jetzt angekrochen, die Schweine. Alles klar? Warte mal ganz kurz. Nee, alles gut. Ja, bisschen Lebensenergie. Schade, dass das nicht wie so eine Taschenlampe wirkt. So. So manchmal wäre es ganz hilfreich. Na, wo sind sie? Ich höre sie hier. Oh Mist. Hab ich. So. So. Jetzt kommen wir wieder gleich. Ja, oh schau, was für schöne Landschaft. Und Dusch. Oh, da hinten. Runde. Über uns. Kaputt. Und da hinten kommt noch einer. Ja, oh. Pass auf, hier. Ja, ist auch so. Ich mache mal mit Drohne. Okay. Kaputt. So, und jetzt sind wir hier lang gegangen und dann kamen von hinten nämlich gemeine Drohnen. Ich versuche die diesmal gleich zu erwischen. Einfach nach vorne laufen und... Oh, Hilfe, Alter, bist du denn auch? Ja, genau, laufen wir nach vorne, sonst... oh, da kommen sie schon. Da kommen sie oder? Schon. Ah, ja. Ach, scheiße. Ach du meine Güte. Achtung. Weglaufen. Scheiße, scheiße, nachladen. Ich treffe die nicht. Alles klar, ich hab sie. Oh, was macht ihr denn hier? Zack, zack, zack. Ey, lass mir auch mal was zum Schießen hier. Oh, geht's hier auch schon ordentlich runter, wa? Ah, sieht schon schön, wie macht ihr da aus? Auf jeden Fall. Sehr geil. Oh oh. Yes. Oh, schießen Sie. Nicht mit uns hier. Wo bist du? Ach, da bist du. Ich weiß noch gerade nicht. Oh. Ah. Oh, Junge. Okay. Aber wir müssen nicht hier lang. Echt cool, meine Güte. Vor allen Dingen, echt für so eine Multiplayer-Map machen die hier ein ganz schönes Fass auf, finde ich. Ja. Echt jetzt? Also, hier sind so viele Elemente, die habe ich im Spiel vorher gar nicht gesehen. Nee, das stimmt. Das ist echt interessant, also. Ziemlich abgefahren. Neue Vegetation und sowas. Ja, ne? Hätten sie ja rein theoretisch auch einfach den alten Müll da nehmen können. Und ein bisschen recyceln, aber nee. Da geben sie sich echt Mühe. Ja, eben, also können sie echt nicht beschweren. Die Koop-Maps sind was richtig nettes hier. Oh oh. So, das sieht ja schon wieder irgendwie nicht so toll aus. Ich habe ein ungutes Gefühl. Das ist diese weiten, offenen Areale. Die fast geschafft, weiter so. Vor allem, da hinten ist so ein oh, wir sind fast da. Kraftfeld-Ding.
Ah ja. Oh, der kommt schon drin. Oh, da oben ist ein. Was ist denn mit dem los? Scheiße. Da hinten ist so ein großer Brocken. Siehst du das da rechts? Da kommt so ein Riesen-Johnny auf uns zu. Kannst schon mal deine Pumpgun auspacken? Ja, genau. Ist okay. Wo bist du? Wo bist du? Da. Hinter dir. Und intervenier. Jo, what the fuck? Ist ruhig, ja. Mir ist eine Spinne am Kopf gesprungen von der Seite. Das war merkwürdig. Ja, von wegen ruhig. Geht gleich ganz schlimm mal ab, glaube ich. Alter. Oh, fuck. Was war das denn? Nö. Ist das irgendwie ein Weg, gerade auch hier? Ja, ja. Drohnen. Oh, die Drohnen erstmal. Scheiße, bin dabei. Und jetzt. Ach du Scheiße. Ja. So, aufpassen, die schießen wieder mit. Okay, ich habe hier rechts zwei Drohnen erledigt. Und schießt den Robotern ins Auge. Einer ist kaputt. Ist der weg? Ja, ja. Roboter? Sind das mehrere? Ich glaube, es waren zwei. Oder? Irgendwie. Oh, ist tot. Nein, mach das nicht. Wo bist du? Ich bin hinter dir jetzt. Hier ist noch irgendwo ein Scharfschütze, den ich. Ach, da. Erstmal ein bisschen sammeln. Irgendwas. Achtung, oben rechts ist. Ja. Auch wieder. Scheiße. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier am Eingang. Okay, okay. Oh, fuck, Alter. Relativ unübersichtlich, ne? Naja. Ganz. Okay. Zurzeit sehe ich nur einen Typen. Ich würde sagen, wir trauen uns. Gehen mal einfach ein Stück vorwärts, oder? Achso, nee, hier ist auch irgendwie Feierabend. Oh, jetzt ist frei. Alles klar. Oh, krass. Ey. Sehr geil. Mir wird ja echt die Kinnlade runterklappen, wenn nochmal ein ganz neuer Gegner kommt. Irgendwie, hier, einfach so. Ja, irgendwie das. Oder man könnte zu zweit gegen diese super Riesenspinne kämpfen, weißt du? Das wäre auch geil, ja. Merkwürdigerweise war ja in der Kampagne nach dieser großen Spinne so ein richtiger krasser Endboss kam ja nicht mehr, ne? Die Evakuierungszone ist davor. Da dachte ich eigentlich auch, dass da ein bisschen was nochmal kommt, gerade wenn sie da so ein Tamtam und das war ja auch relativ nah am Anfang, war. Ja, naja, so in der Mitte, ne, irgendwie. Ja. Was denn? Naja, irgendwie sieht es hier schon wieder nicht so doll aus. Ach, das wird schon. Aber sieht schon schön aus mit den Bergen hier. Ich fühle mich hier so unsicher. Ich habe hier nichts zum Verstecken. Hm. Schon dieses Geräusch von diesem Zweibeiner. Zweibeiner? Roboter, ja, oder was? Ja. Was sollte denn das vor allen Dingen? Das Shuttle ist wieder abgehauen irgendwie. Das hat nur feindliche Truppen. Achso, das war ein Feind-Shuttle, ja, sehr schön. Das war leider nicht unser